Santé Genf, hat der frühere Bundesrat Pascal Gouchebain gesagt und auf das 200-jährige Jubiläum vom Kanton Genf in der Eidgenossenschaft angestoßen. Denn just vor 200 Jahren hat der Monsieur Genève um die Hand der Helvetia angehalten. Und so ist der Kanton Genf quasi zur Schweiz gekommen. Und aus Anlass von dem runden Jubiläum kommt nun der Kanton Genf in die ganze Schweiz mit einer runden Sache, mit einer Roadshow. Auf Rädern sind Genfer unterwegs. Erste Station im Herzen von der Eidgenossenschaft, Luzern. Da hat der Truck am Montag auf dem Europaplatz beim KKL Halt gemacht. Gelegenheit, den Kanton Genf in- und auswendig kennenzulernen, im Truck innen mit einer Tonshow und aussen mit markanten Figuren, die sinnbildlich herausragende Leistungen vom Kanton Genf thematisieren. Lucius Vasescha, wieso macht Fondation pour Genf diese Roadshow? Die Mission der Fondation pour Genève ist die Ausstrahlung und die Werte und die Eigenartigkeiten von Genf ins Land und in die Welt herauszutragen. Und zum 200-jährigen Beitritt von der Republik und dem Kanton von Genf zur Eidgenossenschaft hat es ein kleines Komitee gegeben, wo der Yvan Piquet mitgemacht hat. Und dort sind hunderte von Projekten ausgewählt worden, die nur in Genf durchgeführt worden sind. Dann hat er gesagt, ja, das geht ja nicht. Wir müssen auch der ganzen Schweiz zeigen, dass wir 200-jährig bei der Eidgenossenschaft sind und uns wohlfühlen. Und das ist der Hintergrund von dieser langen Reise durch die Schweiz. Sie sind ja wesentlich beteiligt bei der Konzeption dieser Ausstellung. Was zeigt Genf, der Kanton Genf, bei dieser Ausstellung? Also wir haben eine erste Ausstellung, die hier in diesen verschiedenen Tafeln Spezifitäten von Genf aufzeigt, die man nicht unbedingt vermutet. Zum Beispiel, dass immer noch 40% der Landfläche Agrarland ist, dass Genf noch 1000 Kühe hat und die Kühe, ähnlich wie Genfer, nicht in der Schweiz, aber im Ausland Ferien machen. Wir haben natürlich den Autosalon, wir haben natürlich den Springbrunnen, aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viel, gerade in den letzten Jahren, in Genf konzentriert, in der Forschung, zusammen mit der ETH in Lausanne, wo das wichtigste Projekt, nämlich der Erforschung des Hirn in Genf durchführt. Wir haben CERN, Centre Européen de Recherche Nucléaire. Das hat eigentlich nichts mehr mit dem Atom zu tun, seit man weiss, dass Materie auch noch kleiner kann sein als ein Nutzatom. Und das sind 2000 Forscher von der ganzen Welt, jeden Tag miteinander verbunden. Wir haben die Internationale Gesundheitsorganisation, die uns fast jeden Tag mit einem Kommuniqué oder mit einer Entscheidung überrascht, die uns das Leben eingreift. Wir dürfen nicht mehr rauchen in einem Saal und so weiter und so fort. Der Präsident Yvan Piquet zu den Gründen für die Ausstellung. Also wir feiern das Jubiläum des 200-jährigen Beitritts Genf in die Eigenschaft. Und wir wollten diese Gelegenheit nehmen, um eine Roadshow in der Schweiz zu machen. Und alle Kantone zeigen ein bisschen, was Genf macht. Man hat manchmal das Gefühl, dass wir ein bisschen außerhalb der Schweiz sind. Und das ist auch gar nicht der Fall. Also wir wollen diese Klischee vielleicht mit diesem Klischee weggehen. Und eben, Sie reisen ja, sofern es möglich ist, habe ich gehört, sehr viel mit. Was haben Sie schon erlebt? Wie fassen die Leute dieses Event auf? Was denken Sie davon?
Haben Sie Anekdoten? Also wir machen 43 Etappen während 60 Tagen. Wir haben schon 5 gemacht, 3 in Kanton Bern, 2 in Solothurn. Und man fühlt noch eine sehr große Nähigkeit von Genf. Und die Leute sprechen also Französisch, ziemlich einfach. Man fühlt sich noch nicht in den so weiteren schweizerischen Gebiet. Und wir werden wahrscheinlich sehen mit den Wochen, wie die Unterschiede zwischen Kantonen mehr relevant sind. Aber soweit haben wir eine sehr nette Bevölkerung gesehen. Die Leute haben unsere Ausstellung sehr gerne angeschaut und sie haben gezeigt, dass sie sehr nah von Genf und sehr freundlich mit Genf sind. Also wenn wir schon 1% der Bevölkerung der Schweiz zu ein bisschen mehr von Genf zu wissen, was in Genf gemacht wurde, von der Ausstrahlung in der Welt oder auch als Beitrag zum Wohlstand der Schweiz, der ganzen Schweiz. Das wäre schon ein Erfolg für uns. Ivan Pikete sagt, Genf hat für die Schweiz auf diversen Bereichen viel zu bieten. Ob Wissenschaft, Kultur oder prägende Persönlichkeiten wie Calvin, Dufour oder Dino. Infotafeln draussen am Bus haben darüber informiert. Genfer Staatsschreiberin Anja Wieden kann gerade doppelt feiern. 200 Jahre Wallis, wo sie und der Bundesrat Guschbain herkommen, und 200 Jahre Genf, wo sie ist. Ja, die Idee ist irgendwie, wir feiern ja, dieses Jahr ist sie 200 Jahre feiern, also sie wird die erste zwei, genau in Wallis und Neuchâtel, erste 200 Jahre kehren wir zur Schweiz. Und die Idee war einfach nicht nur, dass sie nicht im Kanton zu feiern, sondern einfach auf die Schweiz drauf zugehen, weil wir eben ja, wir feiern den Beitritt und dadurch haben 45 Stationen in der Schweiz. Und jedes Mal probieren wir, dass Schulklassen kommen, dass vielleicht auch ein paar Politiker kommen und dass man wirklich den Dialog kann haben. Und euch kann zeigen, dass Genf nicht nur irgendwie ein Bankenstaat oder vielleicht eine internationale Stadt ist, sondern dass Genf einfach auch sehr schweizerisch ist. Euch vielleicht Aspekte zeigen, die man nicht so kennt. Die Landwirtschaft. Genf ist zum Beispiel der dritte Weinberg in der Schweiz, das vergisst man häufig, mit sogar gutem Wein. Und man hat auch Industrie in Genf, es gibt auch kulturelle, sportliche Sachen, die einfach auch zur schweizerischen Geschichte und zum Swissness eigentlich gehören. Und das muss man zum Teil auch den Genfern noch zeigen, dass man kann zeigen, die internationale Genf, internationale Organisationen, das ist nicht einfach etwas Verstäubtes, Bürokratisches, sondern es sind ganz konkrete Sachen, die das tägliche Leben quasi können beeinflussen können. Wie es kommt, dass der erste Stopp in der Innerschweiz gerade in Luzern ist, dazu hat Lucius Vasescha noch eine stündliche Antwort. Schaut, als ich vor einem Jahr in praktisch allen Kantonshauptstädten vorbeikommen, sind die Reaktionen die verschiedensten gewesen. Auf der einen Seite, wenn ich sage, ja, wieso kommt ihr jetzt zu uns? Zum Beispiel der Bürgermeister von Olten, der gefunden hat, ja, warum kommt ihr jetzt nach Olten? Und andere, die begeistert waren, ja, endlich kommt mal jemand zu uns. Kantonshauptort von Schweiz zum Beispiel. Oder, ja, das ist gut, dass ihr kommt, aber wisst ihr, zu uns kommen so viele Leute wie jemand in Zürich. Also, sind die verschiedensten Nuancen und schlussendlich haben dann alle mitgemacht an diesem Projekt und machen gerne mit. Und überraschen uns mit einer Wärme im Empfang, wo man eigentlich bei den trockenen Deutschschweizer gar nicht mehr vermutet. Besteht eine besondere Bedeutung zwischen dem Kanton Genf und der Zentralschweiz? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben dreimal in der Eidgenossenschaft 1848 über die Verfassung abgestimmt. Luzern gehört nicht zu diesen drei, aber die drei Ursprungskantone haben immer abgelehnt, weil 1848 das eine Eidgenossenschaft war von den Protestanten.
und Katholiken einfach eher nach Österreich geschaut haben als in die Westschweiz oder nach Frankreich. Und das hat immer wieder Auseinandersetzungen gegeben. Sobald man es aber von der ideologischen Ebene auf den Alltag eben, gewagt hat, hat es auch noch eine Allianz gegeben zwischen den französisch sprechenden Kantonen und den Innerschweiz-Kantonen. Wir sind beide sehr sensibel, dass Bern nicht all die Gewalt hat. Also es gibt durchaus Themen, wo wir miteinander sind und Themen, wo wir in Nuancen nicht der gleichen Auffassung sind. Und Luzern ist immer eigentlich, hat eine Brückenfunktion gehabt zwischen den Urschweizer und den Rest der Schweiz und auch eigentlich mit den Rest der Welt. Vergessen wir nicht, dass Luzern dank dem Ja zum UNO-Beitritt eine Standesmehrheit hergebracht hat für einen UNO-Beitritt. Genf ja der Hauptsitz der UNO ist. Wenn man jetzt die Aussteige ein bisschen anschaut, die sie ja gemacht haben, wesentlich, was denkt Ihnen besonders gelungen? Was sollte man unbedingt anschauen, wenn man Gelegenheit hat? Also ich finde, dass die Ausstellung sehr ansprechbar ist und versucht, auf einem lockeren Niveau Fakten zu übermitteln. Wir haben alles an den Tag gelegt, um ja nicht irgendwelche politischen Kontroversen einzutrappen. Aber vielleicht ist es gelungen, ich weiß es noch nicht. Das kann ich erst am 27. Juni dann sagen. Es ist tatsächlich wichtig, dass jeder Schweizer merkt, dass auch wenn er das Zentrum von seinem Leben in seinem Dorf sieht, in seinem Bezirk, in seinem Kanton, dass wir doch, ohne dass wir das gewählt haben, wir sind jetzt einfach in dieser Welt innen und in dieser Welt passiert einiges, was uns beeinflusst. Und wenn wir dabei sind, können wir es mit beeinflussen. Wenn wir nicht dabei sind, dann müssen wir einfach nachvollziehen, was die anderen für uns beschließen. Und da stellt sich die Frage, was ist denn eine Souveränität, wenn ich jetzt Bürgermeister bin von einer Bündnergemeinde, zuständig für Primarschulen. Wir haben 28 Einwohner, sind zuständig für die Schulen und haben noch einen Schüler im Dorf. Wir müssen ein bisschen nach vorne schauen und nicht immer nach hinten. Jetzt gleich noch eine Frage. Sie haben ja auch einen speziellen Genfer Dialekt, so einen typisch deutschschweizerischen. Wie kommt der? Gut, ich bin ein Bündner, in Bern geboren, in der Westschweiz aufgewachsen, von einer Oberwalliser geschieden, 3 Jahre im Tessin und von meiner 32-jährigen Karriere habe ich über die Hälfte in Genf verbracht. Danke vielmals. Schauen wir doch einmal in den Bus ein. Da hat eine raffiniert gestaltete Tonschau interessante Aspekte von Genf näher gebracht. Hallo, guten Tag. Ich schlage Ihnen vor, Thomas und seine Familie einen ganzen Tag lang zu begleiten. Schauen Sie sich auf jeder Tafel gut die beleuchteten Objekte an. Sie sind der Beweis dafür, dass unser Alltag direkt von den Entscheidungen betroffen ist, die von den hauptsächlich in Genf ansässigen internationalen Organisationen getroffen werden. Folgen Sie ganz einfach den Kennzeichen auf dem Boden. Beginnen wir damit, Thomas und sein Zimmer zu begleiten. Er ist dabei, zur Arbeit aufzubrechen und ist ein wenig gestresst. Ach, ich bin sicher wieder zu spät. Schatz, hast du meine Uhr gesehen? Schau auf dem Nachttisch liegen, neben der Lampe. Ah ja, danke. Ja, deine Longines, die liebst du wohl sehr, gell? Ist ein Geschenk von meinem Grossvater. Er hat immer gesagt, meine Uhr, das ist ein Symbol für die Schweiz. Der Grossvater von Thomas hat recht. Longines ist die älteste noch aktive Marke, die bei der WIPO, der Weltorganisation für geistiges Eigentum, angemeldet ist. Was ist das schon wieder für ein Lied? Ah, Céline Dion. Ne partez pas sans moi.
Ich glaube fast, mit dem Lied hat doch die Schweiz mal den Eurovision Song Contest gewonnen. Ein Wunder! Der Eurovision Song Contest wird von der Europäischen Rundfunkunion organisiert, welche sich um das kümmert, was man den Austausch von Programmen nennt, wie zum Beispiel die Senderechte von großen Sportevents. Telefon! Ist eine Nachricht vom Jamel. Ich gehe nachher noch schnell am Bahnhof abholen. Wenn jeder jeden überall anrufen kann, dann dank der Internationalen Fernmeldeunion, die alle Kommunikationen möglich macht, sei es via Fixtelefon, Handy oder Internet. Sie ist auch diejenige Instanz, welche die internationalen und nationalen Vorwahlnummern für jedes Land vergibt. Hast du gesehen, dass ich dir das neue T-Shirt gewaschen habe? Nein. Es ist auf dem Bett. Wow, sieht aus wie neu. Wie hast du das gemacht? Das ist doch nicht schwierig. Ich lese die Wäscheanleitung. Die Waschsymbole auf den Kleidungsetiketten werden von der ISO, der in Genf ansässigen Internationalen Organisation für Normung, definiert. Über 20.000 Normen, die uns das Leben leichter machen. Du hast schon wieder das Licht im Zimmer nicht abgelöscht. Ich gang schon. Hast du gesehen? Ich habe Birnen ausgewechselt. Ja, super. Und hast du gesehen, ich habe eine LED-Lampe reingeschraubt. Danke, Schatz. Das ist super. Das ist viel ökologischer und sie hebt erst noch viel länger als die alte. Die Internationale Elektrotechnische Kommission, IEC, legt die Normen fest, die sie vor zu starker Lichtstrahlung schützen. Folgen Sie mir nun in die Küche. Sie befindet sich links von Ihnen. Das nur ein kurzer Einblick in die Präsentation. Die Roadshow, Gelegenheit für eingeladene Schulklassen, aber auch für Politiker, Kontakt zu knüpfen. Gerade in Böden, Markus Dürr, ehemaliger Gemeindepräsident von Altes, ehemaliger Regierungsrat und SUVA Verwaltungsratspräsident. Herr Bundesrat Kuschmann, was bedeutet für Sie die Ausstellung? Also es ist eine interessante Ausstellung zuerst. Zweitens, es ist selten, dass die Welschen eine Anstrengung unternehmen, um besser bekannt zu werden in der deutschen Schweiz. Und es kommt von den Genfern. Genf ist ein Innovationskanton und ich bin dankbar, dass Sie hier gekommen sind. Wieso sind Sie jetzt hier gerade? Ich bin von dem Europa-Forum eingeladen. Ich habe an einer Diskussion teilgenommen und zufälligerweise waren auch die Genfer da. Und dann habe ich mit ihnen ein wenig festgemacht. Bist du noch Wein angestoßen auch noch? Ja, als Waliser, ich mache keinen Kommentar über die anderen Weine, aber ich habe Vergnügen gehabt. Danke wie immer. Die offiziellen Eröffnungsansprachen sehen Sie demnächst auf dem Sender.